Seit über 40 Jahren verkauft der Galerist Toni Subal in Wien Designklassiker und Kunstgegenstände. Gestern wurde in seiner Galerie an der linken Wienzeile eine neue Sammelausstellung eröffnet, für die Subal eine Reihe von langjährigen Freunden und Wegbegleitern eingeladen hat. Michael Weiß war vor Ort. Wenn Galerist Toni Subal zu einer Ausstellung unter Freunden ruft, dann kommen sie alle. Sogar mehr als ursprünglich gedacht, denn obwohl die Ausstellung den Titel 13 Freundestellen austrägt, sind 16 Künstlerinnen und Künstler hier vertreten. Ich muss sagen, auch jene, die nicht Berufskünstler sozusagen sind, haben sehr schöne Beiträge hier beigesteuert. Und ich freue mich wahnsinnig, dass sich das so schön harmonisch ineinander fügt. Das Ergebnis ist ein vielfältiges Potpourri von Fotografie über Malerei bis hin zur Grafik. Was ich so sehe, ist es sehr eindrucksvoll und es wirklich gut gehängt und läuft auch gut. Und dann ist da noch das Herzstück der Ausstellung. Die Bank von Bernd Fasching und dem Künstlerkollektiv der Neo-Argonauten ist Teil der Langzeitaktion Kunst rettet Österreich. Eine Bank, die ziemlich marod ist, in ihrer Funktionalität gerade noch hält, also man kann noch Platz nehmen drauf, aber man muss bald was tun. Ja. Ist auch das teuerste Werk hier in der Ausstellung, weil es ja über 18 Milliarden Euro kostet. Die Ausstellung 13 Freunde stellen aus ist noch bis 19. März in der Galerie Toni Subal zu sehen.